In das Foyer der SPD-Parteizentrale in Berlin ist am Heiligabend ein Auto gefahren. Ein Polizeisprecher sagte am frühen Montagmorgen, der Vorfall habe sich gegen Mitternacht ereignet. Der Fahrer des PKW sei leicht verletzt und befinde sich im Krankenhaus. Weitere Verletzte gebe es nicht. Hinter dem Zwischenfall könnte nach Meinung der Polizei ein Selbstmordversuch stecken. Der 58 Jahre alte Fahrer habe ausgesagt, er habe sich selbst umbringen wollen. Die Polizei ermittle jedoch zunächst unter anderem wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung. Fotos vom Ort des Geschehens zeigen drei Benzinkanister sowie Flaschen mit Grillanzünder und eine Gaskartusche, die offenbar aus dem Auto stammen.